Und vor allen Dingen, keiner wollte die Straßenbahn, weil die Straßenbahn war einfach ein Verkehrshindernis. Das haben die normalen Bürger so empfunden. Der Abschied, die letzte Bahn, die reinkommt. Klar, das habe ich natürlich alles gefilmt. Und da waren so viele Leute, 300.000 Hamburger, die alle die Straßenbahn sehen wollen. Wenn die Bahn immer so beliebt gewesen wäre wie am letzten Tag, hätte man die gar nicht einsteigen können. Und der Hans-Reuig Klose hat ja auch damals gesagt, vielleicht war es ein Fehler.